Im Namen vom OK, vom Berufswahl-Event Flumserei, heiße ich euch ganz herzlich willkommen da zu dem Nachmittag, zu dem Event, wo es ja darum geht, Berufe kennenzulernen, Betriebe kennenzulernen. Bevor ihr jetzt hier in die Halle rein, haben wir Lernende für euch, die euch erzählen, was haben denn sie für Erfahrungen gemacht? Was haben sie für Erfahrungen gemacht vor wenigen Jahren, wo sie genau in der gleichen Situation sind wie ihr? Und zuerst stellen sich die Lernenden da bei euch kurz vorstellen. Hallo miteinander, ich bin der Menandro, ich lerne Elektroniker und bin jetzt im vierten Lehrjahr bei Ökosolf. Hallo miteinander, ich bin Fiona, ich mache die Lehre auch bei Ökosolf und bin jetzt im dritten Lehrjahr als KV. Hallo miteinander, ich bin der Gorsin, arbeite beim Bartolet als Polymechaniker und bin im dritten Lehrjahr. Hallo miteinander, ich bin der Niklas, ich bin Anlagen- und Apparatenbauer im vierten Lehrjahr und arbeite im Bartolet. Ich bin der Philipp Ackermann, ich arbeite bei Pamak Engineering AG in Flums und ich mache die Lehre als Konstrukteur und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin der Nicola, mache das KV bei der St. Galler Kantonalbank in Bad Ragaz und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Hallo miteinander, ich bin Lisa Goetz, ich mache Fachfrau Gesundheit bei Spitex Sarganserland. Jetzt habt ihr da gehört, wir haben ganz verschiedene Berufe, ganz verschiedene Richtungen. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie sind denn die jungen Damen und Herren auf den Beruf gekommen, den sie jetzt lernen tun. Wie war das bei dir, Lisa? Genau, ich habe es recht schwierig gefunden, weil es sehr viel Verschiedenes gibt. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass ich etwas machen möchte, wo man mit den Menschen in Kontakt ist. Ich bin sehr viel geschnuppert, von Coiffeuse bis zu Detailhandel. Und nachher hat mir Fachfrau Gesundheit am besten gefallen, weil ich so gefunden habe, es ist am abwechslungsreichsten von allen Berufen. Und ja, nachher bin ich dort geblieben. In der zweiten Oberstufe habe ich eigentlich noch gerne gewusst, was ich mal machen will, wenn ich in die Lehre komme. Und dann habe ich einfach sehr viele Berufe geschnuppert, unter anderem Konstrukteur, Informatiker. Dann in der Schnupperwoche vor Schule aus bin ich dann mal KV geschnuppert auf der Kantonalbank. Auch noch KV in anderen, also zum Beispiel bei Gemeinde. Aber bei der Kantonalbank hat es mir einfach am besten gefallen. Dann habe ich mich darauf beworben und somit dann auch die Lehre angefangen bei der Kantonalbank. Ich bin mehr durch Zufall ein bisschen zu meinem Beruf gekommen. Meine Eltern haben Inserat gesehen für einen Schnuppernachmittag. Dort bin ich dann gegangen und habe den Beruf Konstrukteur kennengelernt. Den habe ich vorher eigentlich noch nicht gekannt. Und dort hat er mir dann aber so gut gefallen, dass ich in verschiedenen Betrieben schnuppern bin und dann mich schlussendlich für den Beruf Konstrukteur bei der Firma Pamak Engineering entschieden habe. Also ich habe gewusst, dass ich nämlich Handwerkliches machen will, bin dann auch viel geschnuppern, Dachdecker oder mal Maurer oder so. Und dann bin ich 19 auf das Metall gekommen, das hat mir am besten gefallen und darum mache ich jetzt heute den Beruf. Bei mir war es so, dass ich am Anfang gar nicht wusste, was ich machen soll. Darum bin ich zuerst ins Berufsinformationszentrum auf Sargans. Dann hat dort eine Ansprechperson mit mir das alles angeschaut. Und dann ist herausgekommen, dass Polymechaniker mir gefallen könnte. Dann bin ich an die Fitnatec, die Technik-Fitnatec, bin dann zur Firma Bartolet gekommen. Habe dort gesehen, dass man Polymechaniker schnuppern kann. Bin direkt geschnuppert, hat mir sehr gefallen und dann habe ich mich direkt beworben. Ich habe auch mega viel Verschiedenes geschnuppert, also sicher 5-6 Berufe, um herauszufinden, was mir gefällt. Und habe nachher gemerkt, dass ich gerne am Computer arbeite, gerne mit dem Telefon zu tun habe. Und bin dann auch das KV, aber noch in andere Betriebe geschnuppert, um zu schauen, wo es mir eigentlich denn am besten gefällt. Ich habe auch schon immer gewusst, dass ich etwas in die technische Richtung machen will, Informatik oder so etwas. Und an einem Berufswahl-Event, auch hier, habe ich dann gesehen, dass es Elektroniker gibt. Und dieser Beruf hat mir dann am besten gefallen beim Schnuppern. Jetzt habt ihr ja den Weg gemacht, die Erfahrungen gemacht. Aufgrund von dem, was könnt ihr jetzt den Schülerinnen und Schülern, die heute hier sind, für Tipps mit auf den Weg geben? Wenn ihr einen Beruf gefunden habt, der euch gefällt, dann geht ihr in mehrere Firmen anschauen. Und so seht ihr einfach nochmal viel Abwechslung, weil jede Firma ist ein bisschen anders. Und dann könnt ihr euch wirklich für die beste Lösung entscheiden. Gehen möglichst viel schnuppern, also auch 5-6 Mal, ist egal wie viel ihr schnuppern geht, schlussendlich müsst ihr etwas haben, was euch gefällt. Und eben auch unbedingt in andere Firmen schnuppern, weil es kann sein, dass es euch am einen Ort mega gefällt und am anderen denken dann so, es ist eigentlich gar nicht das, was ich will.
und dass ihr dann dort wie so ein Auswahlverfahren machen könnt. Also ich schließe mich diesen zwei gerade mal an und nutze wirklich die Angebote von der Fitnatec. Und falls ihr wirklich gar keine Ahnung habt, was ihr machen sollt, geht wirklich an das Profs-Informationszentrum. Das hilft euch wirklich weiter. Mein Tipp an euch ist, schaut nicht aufs Geld. Schaut nicht dort, wo ihr am meisten Ferien und am meisten Lohn, weil schlussendlich machen wir das 3-4 Jahre und es muss euch eigentlich schon Spass machen. Weil wenn ihr auf das schaut, dann würden das keine 3-4 schöne Jahre. Also macht das, was euch Freude macht, geht viel schnuppern und dann kommt das auch gut. Mein Tipp ist, wenn ihr am Schnuppern seid, stellen Fragen, ihr profitiert nur davon, zeigen euch interessiert und dann klappt das. Ja, ich kann mich eigentlich allen anderen noch anschliessen. Wenn ihr am Schnuppern seid, wirklich Interesse zeigen, so wie er gerade schon gesagt hat. Und ja eben, die Lehre geht meistens 2-4 Jahre lang. Darum sucht euch wirklich einen Beruf aus, der euch einfach wirklich gefällt, weil dann geht euch die Lehre viel, also fällt euch viel ringer, anstatt wenn ihr einen Beruf habt, wo euch nicht so Spass macht. Genau, mein Tipp an euch ist, hört auf euch selber, macht das, was euch gefällt. Und lasst euch nicht von anderen beeinflussen. Zum Beispiel lasst euch nicht von euren Eltern sagen, was ihr macht, sondern hört wirklich darauf, was euch am besten gefallen hat. Also ich glaube, man merkt, dass sie mit Freude ihren Beruf machen. Jetzt aber, ihr sitzt jetzt Alltag in der Schulstube, es ist warm, es ist gemütlich, ihr müsst da ein bisschen Hausaufgaben machen, zuhören. Nachher geht es dann aber zum Teil vor allem bei den handwerklichen Berufen, wo wir dann den ganzen Tag auf den Beinen stehen. Und da wollen wir jetzt mal jemanden fragen, Niklas, wie war denn das gewesen, so die Umstellung, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein? Also, es ist schon eine rechte Umstellung. Wir merken es schon am Abend. Die Beine tun einem dann recht weh. Also, sicher 2-3 Wochen merken wir es, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Aber irgendwann ist man in so einem Ablauf drin, dass es eine Art voll okay ist. Und dann, nachher mir gefällt es auch zu arbeiten, mehr als die Schule. Das sagt mir immer so, aber es ist wirklich cool. Man verdient sein eigenes Geld, man macht das, was einem Spass macht. Und so sollte es ja auch sein. Danke vielmals. Wir haben jetzt ein bisschen etwas gehört, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, was Sie euch mit auf den Weg geben können. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, regionale Betriebe, Berufe anzuschauen. Traut euch, eben schaut auch Berufe an, wo ihr vielleicht nicht dran denkt. Plötzlich macht es Klick und es ist ein Beruf dabei, ja, wo ihr gar nie dran gedacht habt. Geht jetzt rein, sind neugierig. Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spass. Traditionell haben wir für die Eröffnung ein Vertreter von einer Gemeinde hier. Dieses Jahr ist die Gemeinde Sargans dran und der Jörg Tanner hat sich bereit erklärt, uns etwas zu erzählen über seine Gemeinde, nehme ich an, und nicht uns einfach nur zu begrüßen. Das ist schön. Darf ich dir das Mikrofon übergeben, Jörg? Wenn ein Politiker redet, dann darf es auch ein bisschen einen politischen Inhalt haben. Sie alle haben ja am 15. November, und ich hoffe, Sie alle haben das gelesen, im Sargansländer, zumindest die, die das Sargansländer abonniert haben, dass gemäß Arbeitgeberverband Geschäfte im ganzen Land gut bis sehr gut laufen können. Es gibt eine bekannte Herausforderung, die wissen wir alle, und das ist natürlich der Arbeits- und Fachkräftemangel. Die geburtenschwachen Jahrgänge die rücken noch und die Pensionierung der Babyboomer das steht an. Es ist korrekt zu sagen, dass die Zeit der Babyboomer vorbei ist, insbesondere eben, weil sie schon im fortgeschrittenen Alter sind. Der Fokus legt sich auf Generation X, Y und eben, wie wir es heute auch hören, Z. Und somit verlagern sich die Generationen, die Herausforderung, die Werte, die Perspektiven. Und es ist üblich, dass der Fokus sich im Laufe der Zeit verschieben tut. Wie sich der gesellschaftliche Fokus verschieben tut, das möchte ich Ihnen anhand vom Beispiel Babyboomer zu Generation Z aufzeigen. Sie wissen alle, Babyboomer, Jahrgang 46 bis 64. Was sind ihre Werte? Gesundheit, Idealismus, Kreativität. Merkmal: teamorientiert, karriereorientiert. Die Arbeit hat den höchsten Stellenwert. Jetzt kommt Generation Z. Jahrgang 96 bis 2010. Ihre Werte, Kreativität, da haben sie eine Gemeinsamkeit, Nachhaltigkeit und Sinnsuche. Merkmal von der Generation Z, Smartphone. Smartphone ist der verlängerte Arm, Wunsch nach Sicherheit, Streben nach persönlicher Entfaltung. Und Sie sehen schon, wenn ich die Werte und Merkmale aufzeige, dass so völlig unterschiedliche Typen unterwegs sind oder eben auf uns zukommen.
Und wie gehen wir jetzt mit dem Fachkräftemangel um? Wir, also die Unternehmen, Bildungseinrichtungen, die Regierungen, die Gemeinden, müssen zusammenarbeiten, sicherstellen, dass die Arbeitskräfte erforderliche Fähigkeiten und Qualifikationen besitzen. Das kann sein durch Aus- und Weiterbildung, durch entsprechende Investitionen, Förderung von Innovation im Bildungsbereich und eben Schaffung von Anreiz und weiterer Erfolg. Anreiz, ich kann vorher auch bei den Lernenden sein, mehr Ferien ist so etwas, mehr Lohn und das muss dann auch irgendwann finanziert werden. Und was macht jetzt Politik konkret im ganzen Land Werdenberg? Und das möchte ich Ihnen schnell anhand von zwei Beispielen aufzeigen. Weil wir schauen ja auch nicht tatenlos zu, sonst wären wir, glaube ich, am falschen Ort und am Platz. Es gibt das Projekt Smartfeld. Smartfeld ist eine interdisziplinäre Initiative von verschiedenen Organisationen mit dem Ziel, Kreativität und Zukunftskompetenzen zu fördern, sowie Kinder und Jugendliche für die Herausforderung und vom digitalen Zeitalter fit zu machen. Smartfeld ist zudem eine Lead-Organisation in der IT-Bildungsoffensive vom Kanton St. Gallen mit den Teilaufträgen IT-Scouts und Campus, digitales Entrepreneurship, Fokusthemen sowie außerschulische Angebote zur MINT-Förderung. Neu soll eben am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs ein Standort Smartfeld und IT-Scouts und Campus erstellt werden. Somit entsteht unmittelbar an unserem Wohnort, auch hier, ein Angebot, das es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Die Finanzierung muss man natürlich auch ansprechen, das kostet ein bisschen etwas. Jedes Jahr 300'000 Franken. Dort wird eben 100'000 Franken die IT-Bildungsoffensive vom Kanton St. Gallen einen Beitrag zahlen, die Arbeitgeber und Stiftungen mit 100'000 und eben Gemeinden mit 100'000 Franken. Wir sind der Meinung, das würde ein sehr gutes Konstrukt oder Art sein, wie wir die Jugendlichen in der IT können fördern und weiterbilden können. Und das braucht es heute in diesem Zeitalter. Das zweite Projekt, das ich noch kurz vorstellen möchte, das ist der Bildungscampus Zerganzerland. Die Region Zerganzerland Werdenberg setzt sich seit Jahren für die Stärkung, Entwicklung und Förderung für die Bildungsregion Süd ein. Zerganzerländer Gemeinden verfolgen einen zusätzlichen Schwerpunkt, zum Beispiel eben den Campus Zerganzerland. Es ist eine Machbarkeitsstudie erstellt worden mit dem Titel Campus Zerganzerland, ein Standortvorteil für die ganze Region Zerganzerland Werdenberg. Als Vision dient ein gemeinsamer Bildungscampus mit den Kompetenzen für gymnasiale und berufliche Bildung. Der Campus soll einen Mehrwert und einen Leuchtturm geben und somit die Bildungsregion Süd stärken. In den letzten Wochen haben die Gemeinden mittels Ratsbeschluss die Stossrichtung nochmal untermauert. Zusammen mit der Politik werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das weitere Vorgehen definieren und mit dem Ziel, insbesondere gegenüber dem Kanton, Akzent zu setzen. Sozusagen von Vision zur Mission. Jetzt aber zu den Preisträgern. Mein Dank und Gratulation an die Preisträger 2023, Auto Walser AG Wangs und Spar Supermarkt Heiligkreuz. Stellvertretend sehe ich die zwei Betriebe für die Wichtigkeit, dass die Lernenden in unserer Region Ausbildung machen können. Unmittelbar vor Ort Lehrplätze zur Verfügung stellen können und somit einen Beruf zu erlernen, ist wichtig und von unschätzbarem Wert. Viele Länder wünschten sich, sie hätten so ein gutes Bildungssystem, wie wir das in der Schweiz haben. Nun wünsche ich Ihnen, geschätzte Damen und Herren, einen spannenden Abend. Bleiben Sie an dem Thema dran. Es ist wichtig für die Gesellschaft und letztendlich auch für unseren Wohlstand. Besten Dank. Soziale Wirtschaftsstern, es war eine Idee von Rosalia Humm. Sie ist schon fast legendär. Und sie hat nachher gefunden, man sollte mal die Firmen auszeichnen, die ein besonders grosses Herz haben. Firmen, die Berufsberatung, Berufs- und Laufbahnberatung unterstützen, weil sie die Leute aufnehmen, die vielleicht schwieriger unterbringen kannst. Also die einfach ein bisschen Belastung haben, sei es, dass schulisch nicht so stark sind, sei es, auch sonst noch daheim vielleicht Schwierigkeiten haben. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und man hat gesagt, man will den sozialen Aspekt einmal wirklich auch auszeichnen. Die Berufsberatung macht dann einmal Vorschläge und der Beirat, der darf dann auswählen aus diesen verschiedenen Vorschlägen. Es hat sich eingebürgert, dass man immer eine kleine Firma
nehmen und eine grössere Firma. Und das ist auch heute der Fall, das ist auch in dieser Preisverleihung der Fall. Du hast die Firmen schon genannt, sie waren auch schon im Sarganserländer. Also es ist nicht ein grosses Geheimnis wie eine Oscar-Verleihung, wo ich jetzt ein Kuvert überkomme und öffne und dann völlig überrascht bin, welche Firma das ist, obwohl ich schon lange gewusst habe. Es ist überhaupt nicht so, sondern es geht wirklich darum, die Firmen haben immer wieder bewiesen und nicht einfach jetzt ein Jahr, sondern immer wieder bewiesen. Sie sind nicht die Einzigen, wir können nicht alle miteinander auszeichnen, aber wir sind immer froh, wenn wir auch weitere Firmen haben, die EBAs anbieten oder wo auch Jugendliche sich die Mühe nehmen, die vielleicht eine Lehre abgebrochen haben oder die vielleicht schulisch nicht so stark sind. Weil das ist ganz wichtig, dass wir auch jedem Jugendlichen eine Perspektive geben können. Er findet also zum 7. Mal statt. Die zwei Firmen, die wir haben, das wäre Autowalser in Wangs und das wäre der Spar in Heiligkreuz. Die Firma Spar Heiligkreuz hat eigentlich schon seit langer Zeit EBAs. Das wäre ein Berufsattest, das ist eines unter dem EFZ-Ausbildungsniveau. Das heisst, es sind Leute, die in der Schule ein bisschen mehr Mühe haben und die sich nachher dann auch durch eine gute Lehre nachher können weiterentwickeln und dann zu sehr guten Berufsleuten werden. Und sie bieten die Ausbildungen schon seit langen Jahren an. Das bedeutet mehr Aufwand für die Firmen. Aber es ist wertvoll. Wertvoll für die Firma, aber auch wertvoll für die Gesellschaft und wertvoll vor allem für die Jugendlichen. Sie danken das auch und da bin ich überzeugt, das ist eine wirklich gute Arbeit. Julian Endel, ihr seid auf Spar Heiligkreuz. Wie lange bist du überhaupt schon da tätig? Ja, ich habe vor 17 Jahren die Chance bekommen, um den Laden zu übernehmen. Und, ja. Eine lange Zeit schon in dem Sinn, oder? 17 Jahre. Da ist, hat sich der Laden entwickelt oder ist immer gleich geblieben? Ja, wir haben einige Veränderungen durchgemacht. Und, ja, also wir sind laufend, sind wir dran, alles überarbeiten, Sortimentsanpassungen. Ist es ein reiner Dorfladen? Haben die Leute vom Dorf oder von weiter weg? Wie ist das Publikum? Also hauptsächlich ist schon alles ausgerichtet auf die Kundschaft von Heiligkreuz. Aber wir natürlich auch, dass wir an der Hauptstrasse sind, haben wir natürlich auch recht viel Laufkundschaft. Julian, kannst du noch etwas zur Marke Spar sagen, was du da vertrittst? Ja, Spar, das ist die weltweit grösste freiwillige Handelskette. Und ja, Spar ist ein guter Partner für so Selbstständige wie jetzt mich. Sie lassen uns auch recht viele Freiheiten. Also gerade was in Bezug auf regionale Produzenten und Lieferanten anbelangt. Also zum Beispiel können wir auch da, die Milser Bio-Eier führen. Die werden sogar mit dem Velo angeliefert, also richtig bio. Also wie sieht das aus bei euch mit Arbeitszeiten? Also ich nehme an, ihr müsst relativ früh an die Säcke, dass da alles so super parat ist. Also unser Arbeitstag fängt am Morgen um 5 Uhr an und Mitarbeiter gehen dann um 6:15 Uhr wieder raus. Und ja, bei mir wird es manchmal sogar noch ein bisschen später. Jetzt kommen dir den Preis über nicht unbedingt für den Laden, sondern für die Berufsbildung. Erzähl mal, wie läuft die Berufsbildung bei euch ab? Wie viel Lernen die habt ihr? Oder hast du schon ausbilden in deiner Zeit? Ja, das sind schon einige gewesen. Die Anzahl könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber jedes Jahr haben wir eigentlich Platz geschaffen für den Dings, für eine Lehrstelle. Ja. Eben, ihr habt ja auch spezielle Lernende da, die zum Teil nochmal Chancen bekommen. Warum engagierst du dich so für die Jungen? Spezielle Lehrling. Also eigentlich sind alle Personen sind speziell. Und jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Wichtig ist einfach, dass man die Stärken erkennen tut und mit den Stärken arbeiten tut. Die Motivation für dich, um die Jungen zu fördern, was ist da dahinter? Ich will die Jungen weiterbringen und so und sie sind wirklich motiviert und sie haben für eine gute Chance verdient, ja. Was kann man bei euch lernen, zweijährige, dreijährige Detailhandelsausbildung? Bei uns kann man beides machen. Wir würden auch Praktikumsstellen anbieten, falls jemand ein Übergangsjahr bräuchte.
Und der Preis, den du jetzt bekommst, ist das Motivation, in Zukunft das weiterzumachen? Oder ist das jetzt ein Schlusspunkt? Nein, auf keinen Fall. Also, das hat mich jetzt nicht gross beeinflusst in meiner Denkhaltung. Und, also, ich würde es genau gleich weiterführen, wie ich das vorher schon gemacht habe. Also, Sie sehen, das ist eine Firma, die sich wirklich mit Leib und Seele der Weiterbildung verschrieben hat. Und mir hat vor allem der Ausdruck gefallen, speziell. Jeder ist speziell. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel dazu. Wenn man jeden speziell anschaut, dann hat man nachher immer Freude, wenn irgendjemand wieder etwas erreicht. Und das, glaube ich, sieht man jetzt im Sparheiligkreuz. Wirklich die Freude, die spürt. Wir haben einen zweiten Betrieb, einen grösseren. Ich habe gesagt, wir gehen vom kleineren Betrieb zum eher grösseren Betrieb. Preis überreichen tun wir dann im Anschluss, nachdem wir beide Betriebe vorgestellt haben. Der zweite Betrieb, Auto Walser, ist einer der grösseren Arbeitgeber bei uns in der Region. Eine grosse Garage, die sehr einen guten Ruf hat, auch als Markenvertreter. Es ist eine Garage, die aber auch sehr viel Wert darauf legt, dass ihre Ausbildungen, dass die Ausbildungen selber gemacht werden. Sie sind auch bereit, EBA-Ausbildungen anzubieten. Wir haben ein sehr offenes Ohr auch und offene Arme auch für Jugendliche, die vielleicht nicht gerade der einfachste Weg schon gegangen sind. Und wie das etwa funktioniert beim Auto Walser, auch darüber dürfen wir jetzt einen Film anschauen. Über einen alten BMW ist das, glaube ich, oder? Rainer Mahr, wir sind bei Auto Walser. Erzähl doch ein bisschen etwas über die Geschichte von dieser Firma. Ja, angefangen haben wir in den 50er Jahren, zu 113, in einer kleinen Dorfgarage. Die hat mein Grossvater gegründet, das war der Hans Walser. Der hat hauptsächlich Bahnenfälle behandelt und hat Velo geflickt. Und dann in den 60er Jahren ist das Thema Autobau aufgekommen. Und da hat er gemerkt, ich muss mich verändern, sonst wird das schwierig mit diesen Bahnenfällen, oder? Die fahren vorbei. Und dann hat man Boden gesucht und ist am Schluss da zwangsfündig geworden. In den 70er Jahren, also im 74, haben wir hier angesiedelt, haben den Neubau gemacht damals. Das war so ein Vorzeigeprojekt. Ich glaube, wir sind weit umeinander die Grössten gewesen. Wir haben dann später zusätzlich aufgebaut, haben nochmal eine Parzelle dazu kaufen. Das ist die hinter der Firma. Die meisten sehen die gar nicht so recht. Dort haben wir ein Karosseriegebäude aufgestellt und haben dort das heutige Reifenlager. Und so hat man das weiterentwickelt. Man hat dann eine Tankstelle gemacht, man hat dann eine Waschanlage gebaut. Wir haben heute zwei Markenvertretungen. Das ist zum einen die Marke BMW und die Marke Suzuki. Und wir sind sehr, sehr occasionslastig. Also ich glaube, für das sind wir weit umeinander bekannt. Also im Durchschnitt haben wir irgendwo einen Bestand. 80 bis 100 Fahrzeuge, Occasionsfahrzeuge, also gebraucht wegen. Personell sind wir im Bereich 50 Leute. Im Schnitt haben wir irgendwo 10 bis 12 Lehrlinge auf 7 Berufsbilder, die wir ausbilden. Das Wichtigste ist eigentlich für uns als Garage heute, und ich glaube, das ist zunehmend mit der ganzen Elektrothematik, die bei uns ansteht. Bei uns geht der Franken nicht aus dem Haus. Also wir machen wirklich, wirklich alles in-house. Wenn bei uns ein Kunde herfährt, dann gibt das Fahrzeug vorne im Hauptgebäude ab. Und eigentlich egal, welche Reparaturen wir in dem Auto machen müssen, das bleibt bei uns auf dem Areal. Das heisst, wir sind ein Ansprechpartner in allen Bereichen. Oder? Und wenn natürlich etwas nicht stimmt, was es einmal geben kann, Reklamationen hat man, dann muss man nur an einem Ort reklamieren. Kevin Schlegel, ihr kommt den Preis über für die Berufsbildung. Wie wichtig ist bei Auto Walser der Bereich Berufsbildung? Also unsere Berufsbildung ist sehr wichtig für uns. Wir setzen auf das, aufgrund dessen, dass ja überall auch ein Fachkräftemangel das Thema ist und wir dem entgegenwirken wollen. Mit dem Ziel auch, die Leute, die wir ausbilden, dann direkt können übernehmen können, wenn wir gerade einen Lift frei haben in unserem Fall oder einfach einen Arbeitsplatz. Ja, darum ist es uns wichtig, dass wir da Hand bieten können. Ihr könnt ja auch einsetzen für schwächere Jugendliche, für Jugendliche nach Lehrabbrüchen. Was steckt da für eine Philosophie dahinter? Das ist ja doch viel Aufwand. Ja, das ist definitiv Aufwand. Man hört halt immer wieder, ja, die älteren Generationen sagen, ja, die Jungen, und die können nichts und die wollen nichts und die tun nichts, wie auch immer. Wir sind doch in anderer Meinung. Manchmal
muss man vielleicht einfach ein bisschen mehr entgegenkommen, ein bisschen mehr Hand nehmen und einfach auch vielleicht eine zweite Chance geben. Und dann kommt das gut. Also in unserem Fall können wir sagen, es kommt definitiv an mich gut. Haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man da mithilft und miteinander einem gleichen Strang zieht, sage ich mal. Aber es nützt ja nichts, wenn jetzt da noch Geschäftsleitung quasi das vorgibt. Leben das alle mit bei euch? Das müssen definitiv alle mitleben. Also eben, ich sage jetzt, wenn ich die Idee habe, das nützt gerne nichts. Auch wenn der Geschäftsführer die Idee hat, die mich in dieser Sache unterstützt. Sondern da muss jeder hinterst und letzt muss eigentlich die Bereitschaft haben und das Verständnis auch haben, um so einen Weg zu gehen, um so etwas mitmachen. Und das können wir definitiv. Und da muss ich auch allen unseren Mitarbeitern ein Kränzchen winden, weil ohne die hätten wir die Möglichkeit nicht. Das ist so klar, ja. Ja. Und gibt es so einen Preis, der Ansporn, um weiterzufahren? Ist das eine Motivation? Das ist definitiv eine Motivation. Das bestärkt uns auch drin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das Schöne ist ja auch, dass ich jetzt durch den Preis diesen Leuten auch etwas zurückgeben kann, die hier mit mir am gleichen Strang ziehen. Also das wären unsere Preisträger. Jetzt hat der Rainer Mader gesagt, er möchte, glaube ich, noch etwas sagen. Es war lustig, ich habe morgen noch schnell geschaut. Es hat mich dann der Gewunder hat mich gerissen. Und wir haben in der Firma Otto Walser, ich glaube, über die letzten Jahre, also seit es uns gibt, über 100 Lehrlinge ausgebildet. Und das war nicht ich. Ich hatte Vorgänger, die das gemacht haben. Und der eine ist besser dadurch und der andere ist schlechter dadurch. Aber ich möchte vielleicht noch sagen, dadurch sind alle. Für uns ist es schön, dass es eine außenstehende Institution gibt, die das sieht und die sich bedankt. Ich möchte mich im Namen der Firma Otto Walser recht herzlich bedanken. Für uns ist das eine grosse Wertschätzung. Danke vielmals. Ja, geschätzte Siegerteams, geschätzte Damen und Herren, es ist uns, Roman Rupp und mir, eine Freude, im Namen vom Rotary Club Bad Ragaz Ihnen dürfen den Scheck zu überreichen. Das Thema ist auch Generation Z. Man denkt, wir machen in dem Sinne einen Scheck, dass man auch noch weiss, was ist das überhaupt. Wir dürfen das in dieser Form machen und ein Wirtschaften, das nicht nur ein Streben nach Profit ist, sondern auch eine soziale Komponente, nämlich auf Neudeutsch einen Impact für die Gesellschaft zu machen. Das entspricht auch dem rotarischen Gedanken. In dem Sinne herzliche Gratulation auch vom Rotary Club Bad Ragaz. Und über das erfahren wir in der folgenden Diskussion nachher ein bisschen mehr. Da möchten wir uns herzlich bedanken bei der Nadine Jordan und Markus Bonderer. Die haben sich bereit erklärt, uns ihre Gedanken und Anregungen zu dieser Thematik näher zu bringen. Und sie beide bitte jetzt gerne auf die Bühne. Sie würden sich gerade selber kurz vorstellen. Danke für die Ankündigung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir dürfen uns zuerst kurz vorstellen, jeder für sich. Und ich bin ja der Altpart von dem Ganzen. Und darum bin ich auch analog aufgewachsen. Ein Stück weit zumindest. Ich bin Markus Bonderer aus Sargans, 40, extrem alt. Da. Dann, sehr klassisch, meine Kinder haben sich gefragt, was das soll da drauf. Einmal Frau, dreimal Kind, einmal Haus, sehr klassisch. Ne? Vor allem immer die gleiche Frau, das ist eigentlich so das Erstaunliche im Ganzen. Dann habt ihr schon ein paar Mal gehört, Y. Bin ich mittendrin. Also was mir geblieben ist, hohes Bildungsniveau. Habt ihr alle mitbekommen, von dort weg ist gestiegen. Und wenn ich gesagt habe, aufgewachsen in den 80er Jahren, auf die Welt gekommen, analog, so, also hat angefangen mit den ersten Computern, die Pac-Man spielen, so, das war so unsere Digitalisierung. Ich habe eine Handwerkerlehre gemacht, eine Maurer gelehrt. Für mich war es so, Schule, ja nicht mehr, arbeiten, dann bist du jemand, oder? Wenn du das erste Mal einen Aufrichter oder so, dann gehörst du eigentlich zu einem Erwachsenen. Das ist auch, also ich will das nicht missen, auch nicht schlecht reden. Und das ist einfach so, ich glaube, wir sind schon aufgewachsen, so, dass halt, wer arbeiten kann, der ist jemand. Das war schon eine Prägung bei uns. Das ist auch, ich glaube, das ist auch nicht falsch. Und dann zu uns habe ich extra geschrieben, Bürogummi.
Weil das sind eigentlich die, die nicht so cool waren. Und jetzt bin ich selber einer. Aber es wäre nicht das, ich glaube, das eine ist das Bildungsniveau, aber ich glaube auch, dass Chance, vielleicht auch als Handwerker, wo auch kannst du den Weg gehen, wir sind ja in einem Berufswahl-Event und das sind auch Chancen auf einen Handwerker aus. Aber jetzt bin ich halt Bürogummi und das ist auch okay und ich fühle mich wohl, aber ich darf immer ein bisschen mit der Berufs-, mit dem Handwerk zusammenarbeiten und mich dort einen Austausch. Ich habe aber auch jetzt Führungsverantwortung und kenne auch jetzt die Herausforderung. Wir haben Lehrlinge im Betrieb, wo ich jetzt arbeite und auch im Sport, im gesellschaftlichen Bereich viel mit Jungen zu tun und kennen diese Herausforderung. Und wie gesagt, ich darf eigentlich den Part vertreten, wo der Jörg schon angesprochen hat oder der Kevin Schlegel angesprochen hat. Wir reden über Generation Z. Faul, frech, fordernd, verwöhnt. Und wir lassen uns auch mal die Worte lassen. Jetzt auch mal so stehen. Nadine darf hier gerne übernehmen und vielleicht etwas zu dem sagen. Genau. Ich bin Nadine Jordan. Ich vertrete Generation Z, auch wenn ich eigentlich mehr so ein bisschen Y bin. 93 bin ich geboren, bin jetzt 30. Habe aber, wie man es glaube schon so ein bisschen von der Generation Z kennt, also mein Weg ist nicht so, sondern ich habe einmal so gegangen. Mittlerweile bin ich Leitung Marketing und Sales bei der AC Bene, also bei Lufthotel und Sagibeiz. Ich habe aber mit 15 gefunden Kante, dann nach 3 Monaten gefunden Nein Lehr, dann nach 3 Monaten gefunden Nein zurück Kante, dann die fertig gemacht, meinen Bachelor an der Uni Zürich gemacht in Englisch und Geschichte. Ich weiß, es hat geheißen, man soll kurz vorstellen, aber wie gesagt, es ist eher so gegangen bei mir. Dann nachher gefunden, Lehrer nicht so meins, darum weg von dem Englisch und Geschichte. Ich bin auf Schottland und habe dort einen Multimedia-Journalismus-Master gemacht. Zurück in die Schweiz, als Journey gearbeitet, gefunden, eigentlich nicht so meins. Sie sehen es. Und aber seither am Marketing treu geblieben. Und eben, ich vertrete so ein bisschen Generation Z, weil ich wirklich sehe, das, wo ist es? Das schandvolle Blatt sehe ich anders. Erstens, ist es analog. Und das hat er wahrscheinlich keine Ahnung, wie lange er für das gehabt hat. Ich habe das vorher noch schnell da vorne am Tisch gemacht. Fool. Wer ist fool? Also, ich weiß ja nicht, aber mein Vater war irgendwie mit 20 Lehrer gewesen. Das ist heute gar nicht mehr möglich. So viel zu fool. Wir müssen das erste Mal urenlang studieren, bis wir überhaupt keinen also Teilsjob anfangen. Kommen wir zu frech und fordernd. Ich sage, es ist unser gutes Recht. Weil wir viel mehr leisten müssen. Kommen wir zu verwöhnt. Wer ist verwöhnt? Also ich stehe hier nicht im Anzug, der wahrscheinlich recht viel gekostet hat. Und ich weiß gar nicht, was für ein Karren wie der hier vorne draussen steht. Ja. Aber sonst, ja, bitte, mach weiter. Jetzt habe ich natürlich gedacht, ich könnte mit meinen, wie du vorher gesagt hast, du Visuals. Also ich habe einen Zettel gemacht eigentlich, aber dann habe ich voll trumpfen, jetzt ist das nicht wirklich so gelungen. Wir sehen, es ist so ein bisschen, aber ich habe auch nicht so viel Master, Bachelor und so. Einfach so, von Fettis auf Serganz. Und dann ist das ja auch nicht schlecht, oder? Ist das auch nicht schlecht. Nein, jetzt vielleicht Fragen dich, Nadine. Weil du vertrittst schon Generation Z. Zu weniger arbeiten, ein bisschen mehr so leben, ein bisschen chillen. Aber wer das zahlen soll, nicht mehr wundern. Also, weißt du, so. Ja. Ihr selber zahlt, weißt du? Das ist mir ja, ja. Ja. Wer das zahlen soll, genau die gleichen, die ihn zahlen, aber er braucht einfach 3 Mal länger für den Task. Ich werde da ein bisschen angegriffen, das ist schon. Ja, das ist ja eine Diskussion. Sie können anfangen in dieser Zeit. Ja. So.
Ja, also eben, ich muss wirklich sagen, Generation Z, ich verstehe die Werthaltung, auch wenn ich eigentlich vielleicht eher so jetzt bei Y bin. Es ist wirklich, wir sind schneller, weil wir vielleicht auch mit diesen Sachen aufgewachsen sind. Weil wir mit einem Smartphone aufgewachsen sind. Wir haben einfach Weg, wie wir schneller das Zeug machen. Und ich finde, dass das nicht nachher automatisch heisst, dass wir einfach dreimal so viel machen müssen. Einfach weil der Arbeitstag 8 Stunden hat. Darum, ja, also ich muss schon sagen, ich verstehe da Generation Z, auch wenn ich vielleicht eher Y bin. Die Gegenfrage an dich, was sagst du zur Teilzeit auf dem Bau jetzt bei dir? Ja, da muss ich jetzt geteilt antworten. Also ich bin eigentlich immer ein Verfechter von dem Thema, möglichst viel Vollzeit, nicht Teilzeit, verzetteln, schwierig zu organisieren. Und es ist halt ein bisschen der Punkt, also ich will vielleicht nicht das Paradebeispiel, um da dagegen zu reden, weil ich arbeite selber Teilzeit an mehreren Orten. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo vielleicht zuerst ein bisschen sagen will. Ein Haufen kommen und sagen, ja, ich will eigentlich nur noch Teilzeit arbeiten. Aber Teilzeit arbeiten ist nicht nur Ringer. Weil ich sage, die meisten, die Teilzeit arbeiten, machen vielleicht daneben noch etwas anderes und dann hast du vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, dass du dich kannst fokussieren auf etwas, weil du einfach mehrere Themen vielleicht aneinander vorbeibringen musst. Darum sage ich nicht per se, dass Teilzeit immer einfacher ist oder auch in einem Team. Du musst dich anders organisieren, als wenn jemand immer von 7 bis 5 rum ist. Wenn du einfach weißt, der ist einfach da raus, er ist krank. Aber ich glaube, dass Teilzeitwunsch und Realität ist nicht immer ganz gleich. Und wer schon viele Teilzeitler geführt hat, das ist ja auch ein Punkt, wo nicht ganz so einfach ist. Denn, also nur schon eine Bürositzung organisieren, dass alle in einem Tag rum sind und so viel Teilzeit hast, das ist einfach schwierig. Und ich habe dann dort einfach so ein bisschen, da kommen wir vielleicht gleich auf die plakativen Aussagen zurück. Ich meine, die sind plakativ. Wir haben, glaube ich, Herausforderungen haben wir mit allen Generationen, ob es jetzt jung ist oder alt. Aber das Fordernde ist dann dort, glaube ich, der Punkt Teilzeit. Braucht von beiden Seiten extrem viel Flexibilität und auch die Bereitschaft, halt mal zu sagen, wenn es jetzt halt gleich mein Freitag ist, komme ich jetzt halt gleich. Und das, ich glaube, es sind viele bereit zu dem. Aber es ist dann halt ein bisschen der Punkt, wo dann, also wo ist denn der Schnitt, jetzt bin ich halt nur daheim oder ich bin jetzt nur am Arbeiten. Der Schnitt, finde ich, ist bei Teilzeit weniger gut möglich als bei Vollzeit. Weil einfach das Team erwartet auch etwas und das Team ist, glaube ich, das Entscheidende. Und bei Teilzeit ist es eine riesige Herausforderung. Und darum sage ich, glaube ich, die Generation Z, wenn die in Position kommen, also Nadine ist jetzt schon in der Position, wenn die in Position kommen, wo sie selber führen müssen, dann verstehen sie, was die Herausforderung dort ist. Jetzt, du hast vorher gesagt, wegen verwöhnt, hast du so ein bisschen... Wer ist jetzt verwöhnt? Das war vielleicht auch ein bisschen eine Anspielung. Wer hat denn Generation verwöhnt? Ja, wer? Sag mir es. Ich glaube, es ist da neben mir, oder? Oder da vor mir. Wir haben uns nicht selber zu dem gemacht, wo wir sind. Also, ich lasse das jetzt einfach mal schnell 10 Sekunden sacken. Genau. Aber eben, also ich sage wirklich, verwöhnt, für mich... Ich weiß nicht, wie verwöhnt das man ist. In meinem speziellen Fall schätze ich mich jetzt nicht als sehr verwöhnt. Ich habe vielleicht auch damit zu tun, dass ich tatsächlich Tochter von einem Boomer bin. Vielleicht. Aber ja, also verwöhnt ist halt wirklich einfach ein grosses Wort, finde ich. Ich finde zum Beispiel auch, dass die Boomer-Generation sehr verwöhnt war in meinen Augen. Also eine Generation, die irgendwie... Wie gesagt, mit 19 ausgebildeter Lehrer war. Direkt konnte den Lehrerlohn abkassieren. Ohne irgendwelche Zusatzausbildung, einfach weil es Hobby war, konnte in den Journalismus wechseln, irgendwie ein paar Jahre später in einer Chefposition ist und einen Lohn verdient, den ich mein ganzes Leben, obwohl ich 6 Jahre sowohl zu studieren, um überhaupt können, vielleicht dann nach x Jahren mal die Position haben, hätte ich den Lohn nicht. Plus noch, heutzutage kostet das Haus nicht mehr das, was mein Vater für das gleiche Haus gezahlt hat. Das ist für mich verwöhnt. Wir sind, vielleicht hier eine kleine Anekdote zu dem verwöhnt. Wir waren in St. Gallen gewesen, am Prosval-Event in der Olmenhalle. Und dort ist die Komikerin
auftreten und hat dann eben sehr, sehr herausfordernd gesagt, so in der Runde ist er so ein ähnlicher Altersdurchschnitt wie hier, sehr jugendlich, hat dann gesagt, wer ist denn das gewesen, wo uns das gemacht hat, wo, dass wir so sind, wie wir sind? Und das ist halt schon ein bisschen eine Frage, also jeder, der Kind hat, kann sich ja die Frage mal stellen, was wir jetzt machen für Kind und was für uns gemacht worden ist. Und nicht, ich meine jetzt nicht in der Fürsorge, aber einfach so zu behüten, ist jetzt sicher ein bisschen etwas anderes. Man fährt es vielleicht einmal mehr, sie haben mehr verfügbar, vielleicht kann man auch mehr bieten, als es war. Und ich glaube schon, da ist eben die Schwelle zwischen wer hat es verursacht und wer ist es jetzt. Das ist noch eine spannende Überlegung dort, um das drin zu machen. Absolut. So, meine nächste Frage an dich. Ich merke, du hast ein bisschen Bauch, wie wenn es um die Generation Z geht. Du hast sicher auch selber schon Erfahrungen gehabt, direkt mit der Generation Z. Ja, was? Wieso hast du so Bauchweh? Was bereitet dir die Schmerzen? Also, wenn ich jetzt auf unseren Arbeitsmarkt schaue, also vor allem in der Baubranche, Handwerkerbranche und so, das Thema bereitet mir eigentlich nur Bauchweh, dass in der Gesellschaft viel das Handwerk so ein bisschen einen zweitrangigen Stellenwert hat bei vielen, wo man sagt, ja, wenn du nichts mehr anders kannst, dann machst du halt den Handwerkerlehre, oder? Und das ist für uns ein bisschen eine Herausforderung, weil du einfach, also Qualität, mit einmal ein Patron, also ein richtiger Patron, als Chef kann 10 Jahre, der gesagt, weißt, wir brauchen auch starke Lernende. Und es kann, wir haben Platz, wie wir vorher auch gesehen haben, wir haben wirklich der soziale Aspekt der Handwerksbetriebe, der Industriebetriebe, der ist riesengroß, weil es haben, da kommt jeder eine Chance über, wenn er sich ein bisschen mit dem gleichen Strang züchtet wie die in dem Team sind. Und da kannst du viel erreichen. Aber wenn du in der Schule oder im Umfeld hörst, eben mach doch zuerst alles andere, wenn du nichts mehr anders kannst, dann machst du einen Handwerkler. Das finde ich extrem schade, wenn ich so Aussagen höre. Und ich höre die gleich noch öppe. Und dort ist einfach so ein bisschen der Punkt, dass wir eben die Qualität vor allem können hochheben können und dass man auch denen aufzeigen kann, was eigentlich der Weg kann sein kann, dass eben der Wert wieder kommt. Und ich glaube, das Pendel schlägt vielleicht jetzt auch langsam wieder auf die andere Seite. Also wir haben vorhin den Film gesehen, der Film kommt aus Deutschland. Und in Deutschland haben sie riesig Mühe, dass sie überhaupt noch Handwerker rüberkommen. Also wenn du einen Sanitär oder einen Stromer oder irgendetwas brauchst, dann heisst es einfach, ist keiner verfügbar. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, und wir sind nicht so weit davon weg, also wir haben ein grosses Projekt dürfen begleiten in Wiel, dort haben sie für ein Elektrounternehmen zu finden, 40 Offerten verschickt und haben 2 Angebote bekommen. Also dort musst du fast auf die Knie, dass du überhaupt einen Unternehmer bekommst. Und das, glaube ich, ist dann wiederum halt eine Chance, dass der Wert steigt. Und das Pendel geht immer so hin und her. Aber es ist wirklich so, dass wenn du jetzt noch jetzt im Moment, ich arbeite jetzt im Ingenieurbüro zu Mels bei WLW, Bauingenieure, und dort ist es wieder ein bisschen anders, weil es ist im Büro. Also man hat saubere Kleider, man steht im Sauberen, aber wenn du halt auf die Baustelle gehst, wo du viel dreckig bist, jetzt im Winter ist es kalt und so, das ist halt schon nicht immer so extrem populär. Aber ich finde es immer noch einen guten Weg, wenn ein Junge das macht, weil die Türen stehen nur, mit 20 stehen gleich alle Türen auf. Und ich glaube, das muss man vermitteln. Und dann ist mein Bauchweh auch nicht so gross, wenn man das dann als Chance vermittelt und nicht als zweiten Weg, der so ein bisschen weniger wert ist. Das ist eigentlich für mich wichtig. Ja, du bist ja eigentlich ähnlich. Du bist Gastrobranche, sehr herausfordernd, gell? Ja. Über die Jahre, die wir hinter uns haben, sehr unregelmäßige Arbeitszeit und so weiter. Wie geht es denn dort mit Rekrutieren? Also ich glaube tatsächlich nicht schlechter als jetzt irgendwie in anderen Branchen. Was ich wirklich merke, wenn die Jungen sich bei uns bewerben, sie sind jetzt nicht irgendwie komplett realitätsfremd und haben das Gefühl, dass sie Montag bis Freitag 9 bis 5 Uhr arbeiten in der Gastro. Also das ist schon, da muss man schon sagen, das wird ja oft auch der Generation Z vorgeworfen, komplette Realitätsfremde. Und die sehe ich jetzt bei unseren Bewerberinnen auf Gastrojobs, Hotelleriejobs wirklich weniger. Ja, was aber natürlich ist, man muss wie andere gut einbringen. Ich meine, in der Gastrobranche, wir haben nun mal die Arbeitszeiten, die, glaube ich, die wenigsten gerne machen, zum Arbeiten. Aber dafür sind wir ein sehr, sehr moderner Laden. Wir haben moderne, flache Hierarchien. Jeder kann seine Inputs bringen.
Und ich glaube, und halt einfach wirklich ein cooler Ort zum Arbeiten. Also ich meine, ja, schon noch schön, so gerade am Wellensee und mit dem Ausblick. Man merkt es auch wirklich bei uns, es ist ein Team, eine Familie. Und ich glaube, das sind so die Punkte, die wir wie können wettmachen für die, ja, sage ich jetzt mal, Arbeitszeiten, die sicher nicht jeder auf seine Juhu-IPIA-Liste würde tun. Genau. Ich würde hier vielleicht gerne noch etwas aufnehmen, das wegen der flachen Hierarchie. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das heute ja immer wieder kommt, wo man sagt, ja, es ist alles möglich. Also das Organigramm sollte eigentlich eine Linie sein im Besten. Und man sollte eigentlich nicht mehr sehen, wer den Kopf herheben muss. Und diesen Anspruch finde ich auch extrem schwierig. Also ich finde es lässig, wenn man es in einem Team gut hat und auch eine gewisse Kollegialität ist. Aber ich finde auch dort wieder, der Anspruch hat auch so ein bisschen einen Nachteil. Also man hat den Anspruch, es ist auf Augenhöhe, aber wenn es dann schlecht ist, dann habe ich dann gerne, wenn einer vorne hersteht. Und gell, wir sind jetzt wir sind heute so weit, dass im Kanton der Lehrling zum Regierungsrat Heu sagt. Also macht es das einfacher? Also ich glaube nicht, dass wir hier im Lernenden unbedingt einen Gefallen tun. Wenn der eine findet es vielleicht schon noch lässig, aber ich glaube einfach so ein bisschen, eine flache Hierarchie und eine gesunde Distanz macht es vielleicht jemanden auch ein bisschen einfacher zum Einsteigen? Oder wie siehst du das? Ja, also ich sehe es so, dass ich bestenfalls nicht so hoch den Unterschied mache. Ich sehe es so, dass ich hoffentlich nicht in einem Betrieb, der sonst absolut altbacken ist und wirklich de facto sehr hierarchisch aufgebaut ist, wenn sie so einem nachher heisst, so jetzt tut sie es, also das macht der Braten auch nicht falsch und dann funktioniert es auch nicht, logischerweise. Das Hoi, das ist einfach die Sprache, aber das dahinter, das System, muss entsprechend auch so aufgebaut sein. Sonst hat man nachher das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt kommen wir auf ein anderes Thema. Work-Life-Balance. Du bist ja so ein sehr ausgeglichener Typ. Naja. Wärst du denn mit deiner Work-Life-Balance? Jetzt geht, glaube ich, auch im Umfeld Gastro, oder? Also jede Tages-Nachtzeit, Wochenende, Viertag, dann, wenn andere Ferien machen, dann eher Stress. Wie sieht das dort aus? Also erstens muss ich sagen, habe ich ja das Glück, dass ich innerhalb von der Gastro immer noch einen Bürojob habe. Aber ich tue jetzt mal stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen, die ja, wirklich eigentlich 24-7, wir haben 24-7 fast offen oder zumindest 365 Tage im Jahr. Ich kenne natürlich denen ihre Probleme, ich lasse die auch gerne ab. Und ja, also die Work-Life-Balance, ich sage, ist immer auch davon abhängig, hast du genug Leute, kannst du die fair einteilen. Und das ist natürlich das Ziel. Also das muss das Ziel sein von uns als Betrieb. Es muss das Ziel sein, finde ich, von jedem Betrieb, der halt einfach Schichtarbeit hat und nicht der klassische 9-to-5 Monday through Friday Job. Und ja, also wir versuchen unser Bestes. Natürlich gibt es Ausfälle und dann muss man vielleicht doch mal noch einen Samstag gehen. Aber wir versuchen dort wirklich das Beste zu machen. Und ich sage jetzt in meinem Fall eben eigentlich Bürojob, aber ja, natürlich trotzdem gibt es immer mal wieder, dass ich irgendwie am Samstag Nachmittag angerufen werde und dann muss dringend noch irgendetwas gemacht werden und dann macht man das. Also da bin ich, glaube ich, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Generation Y als Z. So habe ich das auch vorgelebt bekommen von der Boomer-Generation, meinen Eltern. Aber ich hinterfrage dann schon, ob das auch gesund ist. Weil eben das besagte Burnout noch vor dem 30. Geburtstag, das war bei mir auch schon mal nicht weit weg. Und das ist auch wirklich etwas, wo ich jetzt aktiv daran arbeite und wirklich sage, okay, Digitalisierung ist zwar super, aber die Notifications von Outlook, die spezifisch bei mir nur fürs Arbeiten ist, sind einfach abgestellt am Wochenende. Notifications für Slack und Teamkommunikation ist einfach abgestellt. Und wenn ich in die Ferien gehe, dann gehe ich wirklich in die Ferien. Weil, ja, leider Gottes in der Realität ist jetzt bei mir die Work-Life-Balance schon nicht die, die man sich wünscht. Also für mein grosses Hobby ist schon seit Jahren keine Zeit mehr. Und darum verstehe ich aber auch jeden, der jetzt noch ein paar Jahre jünger ist als ich und sagt, das will ich nicht, wenn er mich anschaut. Also, ich verstehe es, ja. Und bei dir so? Ja, ich glaube, wir sind nicht so weit auseinander mit dem Ganzen. Und das ist so, also das, was jetzt Nadine ausgeführt hat mit der Work-Life-Balance, ich glaube, die einen tun sie ein bisschen
publikumsfähiger ausdrücken. Und die anderen versuchen, oder wir, glaube ich, wir alle versuchen das Gleiche, so dass wir am Schluss wieder einigermaßen ausgeräumten Montag arbeiten. Ich glaube, das ist so das Normale. Und spätestens dann, wenn sie am Sonntagabend anfängt, studieren und kannst schnell nicht einschlafen, dann merkst du, ja, jetzt ist vielleicht dann schon langsam zu viel. Und das ist halt auch, glaube ich, also die grosse Challenge ist nicht viel zu arbeiten. Und ist auch nicht an vielen Orten viel zu arbeiten, sondern die grosse Challenge ist sicher, dass du halt wirklich immer erreichbar bist. Und die Erreichbarkeit, die ist extrem gut, du bist extrem schnell. Aber irgendwann ist es halt immer so, wenn du dann in die Ferien gehst oder wenn du mal einen Tag frei bist, immer dann ist etwas, oder? Immer dann ist etwas. Und ich war letzte Woche zwei Tage in einem Kurs, und das ist jetzt kein Witz. Am ersten Tag Sitzung, am zweiten Tag im Kurs weg und dann kommt ein Anwaltsschreiben, wo die Baustelle betrifft. Was machst du denn? Also jetzt kannst du sagen, Gott, wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte es mich nicht belastet. Es wäre zwei Tage später auch noch zu behandeln gewesen. Aber das ist halt jetzt einfach die Welt, die wir haben. Und mit der müssen wir, glaube ich, klarkommen. Und vermutlich kann das die jüngere Generation ein bisschen besser. Dass wir, die so ein bisschen reingewachsen sind mit dem Ganzen und das Erreichbarsein eigentlich sehr positiv war. Und dort ist auch, wenn wir so, glaube ich, langsam dürfen den Rahmen schliessen von dem Gespräch, ist auch der Punkt, wo mir ganz wichtig ist, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen austauscht. Wir haben uns vorher nicht gekannt und wir können aus völlig anderen Richtungen. Und am Schluss, als wir geredet haben, haben wir gemerkt, dass wir gar nicht so weit auseinander sind. Sie hat einen Führungsjob, ich einen Führungsjob, wir haben unangenehme Sachen, wir haben angenehme Sachen. Und ich glaube, zurücksegeln, irgendwann ist nicht gleich gefühlt mit dem gleichen Problem, wo sich das auch ein bisschen austariert zwischen den Generationen. Auch wenn man gewisse Sachen anders macht. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wo starten wir? Und die vielleicht jetzt in der Lehre können, die haben vielleicht gerne mehr die Chance zum gleich starten, wie es wir haben. Aber das müssen sie vielleicht auch nicht. Und ich würde sagen, mit 25 oder so merkst du vielleicht nicht mehr so einen grossen Unterschied, weil sie dann eben auch wieder Verantwortung tragen. Und dann drehen sie sich die wieder um und sagen, hey, so sind wir schon nicht gewesen. Und so dreht das Rädchen immer weiter. Und das war sehr spannend, so für plakative Aussage. Zum Schluss, als wir dann beide heimgegangen sind, gesagt, ja, eigentlich ist es so ziemlich ähnlich. Und dann ist das plakative Medienaufpauschte Generation Z-Problem auf einmal nicht mehr so gross. Das war so meine Erkenntnis. Ja, also ich habe wirklich auch mal so sagen, ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn sicher auch deshalb verstanden, weil, wie er gesagt hat, eben, wenn man dann mal die ersten paar Führungsjobs hat, dann merkt man, dass vielleicht teils Chefs, wo man immer das Gefühl hat, die sagen einfach Boomers. Vielleicht doch irgendwo durch ein bisschen einen Hintergrund gehabt haben, wo man ja dann erst versteht, wenn man selber in so einer Position ist. Definitiv. Ich sehe aber nichtsdestotrotz, und da muss ich schon, da hast du mir nachher auch mal ein Recht gegeben, at the end of the day muss einfach die Leistung stimmen. Ich verstehe jeden aus der Generation Z, der seine Sachen einfordert, der sagt, nein, und ich will Teilzeit, und ich will können sagen, welchen Tag, oder ich will komplett flexibel sein, solange die Leistung stimmt. Das ist wirklich das, wo ich bin reingekommen, wirklich pro Generation Z, auch in der Berufswelt, pro die Freiheit. Und jetzt, wo ich in einer Führungsposition bin, finde ich absolut fordert. Fordert ein, was ihr wert sind, aber sind es auch wert. Leistung. Und wenn mir als Chefin ist es absolut egal, wenn jemand seine Leistung in 6 Stunden oder in 10 Stunden erbracht hat, mir kommt es auf die Leistung drauf an. Und da, natürlich, je nach Branche, hat man halt einfach Zeiten, wo man rum sein muss. Ich sage jetzt eben, bei mir auf dem Büro ist es vielleicht noch einfacher, so zu sagen. Aber dort hast du mir nachher auch mal recht gegeben, dass halt wirklich im Büro kann man das, wäre das vielleicht ein Ansatz, wo man auch kann, ja, irgendwo durch den Punkt finden mit der Generation Z, wo man kann sagen, ja, geh früher, wenn du fertig bist. Und die nachher sehr gerne arbeiten gehen deswegen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch zwei, dass ihr uns an dieser anregenden Diskussion teilhaben lassen habt. Das war sehr interessant gewesen, so für uns. Vielleicht gibt es an dieser Stelle auch unter Ihnen, geschätzte Gäste, Leute, die vielleicht sagen, ja, an Sie beiden hätten wir gerade eine Frage oder hätte ich gerade eine Frage, die ich da gerne stellen würde. Dann würde ich da jemandem sicher auch gerne das Mikrofon übergeben, wenn das gewünscht wäre. Also, mein Name ist Michi Walzer. Ich habe in dem Sinn nicht wirklich eine Frage an Sie beide. Ich verstehe beide Seiten.
ist mir klar. Ich würde einfach vielleicht eine Frage in den Raum stellen oder so, oder wie wir sagen, die Work-Life-Balance, oder sie hat gesagt, ja, gewisse Arbeiten kann man in kürzerer Zeit machen. Wir haben das Beispiel gesehen, die ist das analoge Zerdali und dann die vorbereitete Präsentation oder schnell gemacht oder weiss nicht was. Ja, das gibt sicher Bereiche, wo man das machen kann. Ich denke, heute sind wir ja hier wegen dem sozialen Wirtschaftspreis und da geht es auch ein bisschen um die, die halt nicht gerade gesegnet sind mit du hast zum Beispiel eine Ausbildung machen können. Hast das Glück gehabt, dass so wie gesehen bist in der Schule, von der schulischen Leistung her, dass du es geschafft hast, die Kante zu machen und nur weiter studieren und so. Aber es gibt auch andere, die können das nicht. Jetzt in eurer Branche zum Beispiel, wenn jemand in der Hotellerie die Betten macht, wie will der schneller sein? Der hat zwei Hände und kann nicht anders. Und der muss dann genau gleich lang arbeiten wie die, die jetzt ein neues Programm überkommen im PC, die einem ein bisschen unterstützt oder mit KI oder weiss nicht wie und dadurch ein bisschen schneller sind. Die dürfen früher heim. Und der sozial schlechter Gestellte, sage ich jetzt einmal, wo ist denn denen ihre Work-Life-Balance? Wir haben vorher gehört, die einen lesen Sarganserlinder. Ich lese jetzt auch zwischendurch etwas Sarganserlinder. Und dann war letztes Jahr ein Bericht, wie viel im Sarganserland von Armut betroffen sind. Also wir haben einen Haufen Leute, Working Poors. Dann können wir nicht sagen, hey, ein bisschen Work-Life-Balance machen und schaffen doch nur 80%. Ihr müsst halt ein bisschen schneller sein, dann sind wir fertig. Es ist eben, wie gesagt, keine Frage. Einfach vielleicht, dass es auch in den Raum gestellt ist. Es ist ein Privileg für den Bessergestellten. Und zwar, was wir als Bessergestellte anschauen, nämlich die, die einfach schulisch besser sind, die dann auch in diesen Branchen oder in diesen Berufen arbeiten können, wo es auch möglich ist, Teilzeit zu arbeiten. Wir in andere, die können das einfach nicht. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben das Recht darauf.